Ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Wassermann-Video für den November. Dieses Video ist sowohl für Wassermann-Sternzeichen als auch für den Wassermann-Aszendenten. Und ich verwende die Andreas-Weltkarten und die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Ja, die erste Karte ist schon gefallen. Das Puzzle, ihr fügt hier die Teile zusammen. Sehr spannend. Schauen wir doch mal. Da fällt schon die erste Karte. Das sind die Routen. Und ich sage jetzt gerade zu jeder Karte was, währenddem ich sie auslege. Und dann kannst du schon ein bisschen mitdenken. Die Routen stehen hauptsächlich für Streit, aber auch für Gespräche. Sie können einen Konflikt darstellen. So, schauen wir mal weiter. Das Haus. Ja, mit dem Haus kann es tatsächlich um eine Immobilie gehen oder um dein Zuhause, um deine Wohnsituation. Oftmals geht es auch um die Familie oder um Stabilität. Jetzt rede ich schon wieder zu viel dazu. So, schauen wir mal weiter. Eine Karte bitte. Da haben wir die Sterne und das ist wirklich eine sehr schöne Karte. Die Sterne, die bringen Klarheit, die bringen Erfüllung. Ja, und sie haben auch immer noch eine spirituelle Komponente, falls du spirituell bist. Da könnte es interessant für dich sein. So, jetzt kommen schon wieder so viele. Die Wolken, der Reiter und die Dame. Und ich meine, sie sind andersrum rausgefallen. Das ist jetzt bei diesen Karten nicht so wichtig. Ja, die Wolken stehen für Unklarheiten. Man sieht nicht so recht durch. Man kann die Sonne nicht sehen. Der blaue Himmel ist verdeckt. Die Dame, das ist ganz wichtig, die steht in den Allgemeinreadings, zumindest bei mir, immer für dich, unabhängig davon, was für ein Geschlecht du hast. Ja, und der Reiter, mit dem Reiter kommt immer schnell was in Gang. Sehr spannend. Schauen wir mal weiter. Eine Karte bitte für meine Wassermänner. Da ist sie schon. Die Störche. Dann nehme ich die gerade dazu. Die Sense. Ja, das ist jetzt sehr... Okay, also die Störche stehen immer für Veränderung und mit der Sense kommt etwas plötzlich. Der Fuchs. Der Fuchs ist so ein bisschen eine Warnkarte. Da gilt es schlau vorzugehen, weil mit dem Fuchs... Da kann immer ein Betrug angezeigt sein, Unehrlichkeiten, Schummeleien. Schauen wir mal weiter. Okay, drei Karten. Die Ringe, der Berg und das Kind. Ja, mit den Ringen geht es meist um Verträge oder Regeln, auch um Vereinbarungen. Der Berg ist oftmals eine Blockade. Der schiebt sich auch hier so gerade dazwischen. Und das Kind kann manchmal für ein Kind stehen, steht aber meistens für einen Neubeginn. So. Da fällt schon die nächste. Was ist das nicht wunderschön? Die Sonne. Und die Sonne ist die beste Karte in dem Deck.
Also, was will man mehr? Die Outcome-Karte ist der Sarg. Ja, bevor ich jetzt loslege, eine kurze Unterbrechung. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt tun. Du unterstützt mich damit enorm. Für dich ist es völlig kostenlos und unverbindlich. Wenn du nebendran noch auf die Glocke drückst, bekommst du jedes Mal eine Nachricht, sobald ich ein Video hochlade. Das heißt, du kannst auch keins mehr verpassen. Und natürlich freue ich mich über jedes Like, wenn dir das Video gefallen hat. Das ist immer eine super Anerkennung für mich. Und ganz toll ist natürlich auch, wenn du mir einen Kommentar schreibst, wie sich das bei dir manifestiert. Weil in diesen Allgemein-Readings ist es doch sehr, sehr unterschiedlich und ich bin oft sehr überrascht, welche Situationen es ja bei meinen Usern betrifft. Ja, es sieht wirklich spannend aus. Die Situation jetzt. Da sehe ich den Fuchs und ich sehe ihn wirklich als Warnkarte. Und ich glaube, du bist gewarnt, du bist misstrauisch, du versuchst hier schlau vorzugehen. Also bei den allermeisten ist es wirklich so, dass ihr nicht betrügt, sondern dass hier irgendetwas in der Luft liegt. Und ich glaube, es ist euch auch bewusst, ihr habt hier schon einen Konflikt. Dieser Konflikt ist euch bewusst. Und dieser Konflikt wird sich zunächst mal stabilisieren. Der wird stabiler. Für einige von euch bekomme ich allerdings auch rein, dass es sich tatsächlich um die Familie handelt. Und für einige bekomme ich auch rein, dass es sich um eure Wohnsituation handelt. Ja, dann haben wir hier die Sterne und das ist eine schöne Karte. Die beinhaltet auch den Rat an euch. Und der Rat ist, bringt Klarheit in die Sache. Bringt Klarheit rein und die Sterne haben auch noch eine positive, eine spirituelle Komponente. Und ich spüre sehr stark, du sollst daran glauben, dass es positiv rauskommt. Und ja, du sollst einfach spirituell auch dran arbeiten durch deine Vorstellungskraft. Ganz klar, du sollst dein Ziel anvisieren, du sollst Klarheit reinbringen. Und in dem Zusammenhang sehe ich auch diese Puzzlekarte, wo es wirklich darum geht, die Teile zusammenzufügen und sich ein Gesamtbild zu machen von der Situation. Das ist eigentlich der Rat. Und ich finde es sehr spannend, was hier im Dunkeln liegt. Das zeigt mir nämlich, dass du hier auf diese Unklarheiten schaust. Du weißt nicht, was dich erwartet. Das ist aber noch in dem Bereich, von dem du keine Ahnung hast. Und dieses keine Ahnung bezieht sich darauf, dass hier dieser Reiter kommt. Und dieser Reiter zeigt, da kommt sehr schnell was in Bewegung. Und das können durchaus Gedanken sein, es können aber auch irgendwelche Nachrichten sein, irgendetwas, was sich sehr schnell verändert, was ihr nicht kommen seht. Das ist so die Aussage hier. Also das liegt so im Dunkeln, wenn ihr in der Situation seid, wo ihr noch auf diese Unklarheiten schaut. Ja.
Die nahe Zukunft liegt hier und das ist eigentlich sehr schön. Wir haben hier die Störche und die Sense und es zeigen, dass eine wichtige Veränderung ganz plötzlich passiert. Und diese Veränderung beinhaltet hier etwas, ja, wie soll ich das sagen? Mit den Ringen geht es bei vielen von euch um Verträge oder Regeln. Für einige von euch geht es auch hier um eine Verpflichtung, die hier blockiert wird durch den Berg. Und das heißt, dadurch kommt es zu diesem Neubeginn. Das Schöne hier ist, dass die Sonne hier liegt. Also egal wie der Fall hier bei dir ist, wenn du dich darum bemühst, Klarheit zu finden und hier dein eigenes Bild zu schaffen, dann erwartet dich die beste Karte vom Lennemann. Das heißt, dich erwartet der Erfolg in dieser Situation. Auf der Unterseite vom Deck liegt der Sarg. Und der Sarg steht nicht für den Tod an sich, sondern er steht für ein Ende. Da kommt etwas zum Ende. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass diese belastende Situation hier zum Ende kommt. Also für mich sieht es sehr stark danach aus, auch weil hier die Sonne liegt. Dann schauen wir mal, ob es für euch noch einen Rat gibt. Ist noch ein Rat für meine Wassermänner. Da kommt er. Nutze jeden Augenblick. Okay, das heißt, bleib dran. Kümmere dich darum, hier Klarheit zu bringen, die Teile zusammenzufügen zum ganzen Bild. Vermutlich wirst du das alles brauchen, wenn diese plötzliche Veränderung kommt. Oder du benötigst es auch für diese Veränderung. Es ist nicht bei euch allen gleich. Und ich bin super gespannt auf eure Kommentare, weil ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Reading. Ja, lieber Wassermann, wenn dir dieses Reading auch so gut gefallen hat wie mir, dann lass mir gerne ein Like da und eben auch einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bis bald.